Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Euro Truck Simulator 2. Wir sind jetzt von Frankfurt nach Duisburg unterwegs und werden heiße Chemikalien fahren. Auch hier haben wir schon mal geladen. Und da werden wir jetzt mal schauen, dass wir hier schnell rauskommen. Mit einem Volvo sind wir wieder unterwegs. Und dann ab auf die Straße. Ja. Zack, 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 zack. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das heiße Blei... Denn die Chemikalien haben wir ja, genau, schnell wegbekommen. So schnell hier raus aus der Stadt, ne? Städte sind ja immer, wisst ihr ja, ein wenig gefährlich. Aber für uns natürlich nicht. So, ich habe so das Gefühl, dass wir uns heute fast der Challenge nähern, dass wir diese endlich starten können. 3 Millionen Kilometer durch ETS 2. Wir liegen bei 80.000 circa vom Verdienst her. Und wie gesagt, alles transparent, alles sichtbar. Ihr dürft gerne dabei sein, wenn wir unsere erste Firma gründen, wenn wir Kohle verdienen und so weiter und so fort. Wir bringen jetzt mal ganz schnell den Auftrag weg und ich sollte mal richtig in die richtige Dingens fahren. Ich habe aber auch immer noch nicht das Lenkrad angeschlossen, davon mal abgesehen. Bremsen, bremsen, bremsen. Auch in der heutigen Folge gibt es wieder eine Frage, die ich euch gerne stellen möchte und die ihr mir in den Kommentaren beantworten dürft. Für alle die jetzt noch was jünger sind, aber trotzdem schon wissen, was sie werden wollen. Deswegen hier meine Frage: Wie alt muss man sein, um in Deutschland einen LKW fahren zu dürfen? Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber Achtung, meine Freunde, es gibt auch sowas wie Ausbildungen, ne? Also mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Das ist einfach das, was ich noch dazu gesagt habe. Mein Gott, ich sollte mich jetzt auf die Straße konzentrieren. Ja, es gibt, wie gesagt, auch Ausbildungen und Damen... Also achtet darauf, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, dann werden wir mal gucken, ob wir unser Mister abgeladen bekommen. Oh, da steht wieder einer. Mitten auf der Autobahn, sehr schön. Wenn der nächste kommt, der knallt ihm voll rein. Und wir müssen hier ganz schön ackern. Wobei, wir haben ja die Höchstgeschwindigkeit erreicht, da sehen wir ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal schnell den Begrenzer reinhauen. Dann geht's was ruhiger.
Dann können wir uns jetzt nur aufs Lenken konzentrieren. Und dann, wie gesagt, wird es alles ruhiger. Wir haben wieder so einen kleinen Container drauf, so einen 20-Fuß-Container als Chemikalien-Variante. Haben wir jetzt heißes Blei oder heiße Chemikalien? Ich meine, heiße Chemikalien hätten wir drauf. Auf jeden Fall irgendwas mit Gefahrengut. Weil, wie gesagt, das im Moment uns am meisten Geld bringt. Wir haben ja nicht umsonst den ADR-Schein gemacht, ne? Ja, wie spät haben wir es denn überhaupt? Wir haben Montagmorgen 2.31 Uhr, seht ihr rechts auf der Uhr. Das ist ja natürlich nur die Serverzeit, ne? Nicht, dass ihr jetzt meint, ich zocke jetzt hier nachts durch oder so. Nein, 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 nein. Die Nacht ist zum Schlafen da. Und ihr merkt, wie schön ruhig der läuft. Sehr schön. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Das hört man sofort, ne? Oh, er fährt auch ein bisschen schlenderhaft. Habt ihr gesehen? Er wäre fast gegen die Leitplanke geknallt. Ich kann keine Dings machen. Aber es ist wirklich peckenduster hier. Aber das hat ja so eine Nacht an sich, ne? Dunkel zu sein. Ja. Guten Tag. So, dala. Ja, wie nett die alle sind heute, ne? Die hupen heute alle. Und wir können nicht zurückhupen, weil unsere Hupe deaktiviert ist. Beziehungsweise, wir haben ja Fanfare eingestellt auf, Fanfare auf unserem, auf unsere Taste, wo wir mit hupen, statt Hupe. Beim Dunkeln fahren, da wird man selber auch richtig müde. Merkt ihr das? Ich werde auch richtig, richtig müde. Mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hinter der Brücke, also hinter der Ausfahrt, müssen wir die nächste Ausfahrt raus, auf jeden Fall. Aber heute war auch nicht so viel auf dem Server los. Also, was heißt nicht los? Mal abgesehen davon, dass es erst gegen Abend so losgeht. Aber wir haben jetzt, waren glaube ich 1700 Leute auf dem Server oder so. Und mein Fernlicht ist total kacke eingestellt. Merkt ihr das? So dunkel. Boah, aber der dröhnt ganz schön in den Ohren. Also wir haben schon zu ackern, so ist es nicht, ne? Das ist auch, glaube ich, nicht die voll ausgebaute 750er Variante.
Müsste man gleich mal schauen. Aber ich meine, das wäre nicht die 750er Variante. So, nach 48 Kilometer, dann sind wir da. Nachts um 3:30 beim Kunden. Ja, nee, nicht ganz. Jetzt sagen wir 3:40 ungefähr sind wir da. Irgendwie fehlt mir auch die Muße, mein Lenkrad aufzubauen. Ich habe mich jetzt so an die Tastatur gewöhnt. Besser ist das Lenkrad natürlich, ganz klar, ne? Aber ich weiß ja nicht wirklich, wie ich das mit dem Mikrofon mache. Oh, von rechts, glaube ich, kommt einer. Oder war das mein Lichtkegel? Ich bin mir gar nicht sicher. So, wir sollten jetzt langsam mal die Geschwindigkeit beachten. Hier ist noch immer 90, dann können wir noch drauf drücken. So, und hier wird 50. Dann werden wir auch hier runtergehen. Wow, 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 wow. Unfall, Unfall, Unfall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist scheiße, meine Freunde. Ist das ein Reifen geplatzt oder was ist da passiert? Scheiße. Ich bin noch gar nicht richtig wach hier. Merkt ihr das? Unsere erste Tour heute, direkt ein Unfall. Das müssen wir uns nochmal anschauen, wie das passiert ist. Mein Gott, schwerer, schwerer Unfall. Oh, und man merkt es direkt an der Maschine. Die zieht nicht mehr so durch. Hoffentlich haben wir die Ware nicht so sehr beschädigt, dass wir jetzt so viele Abzüge bekommen. Oder ist uns einer hinten drauf gefahren und ich habe das gar nicht gesehen, der uns denn geschoben hat oder was? Da war da eine ganz gerade Straße. Wie können wir denn einen Unfall bauen? Meine Freunde, unser erster Unfall in ETS2. Ich verstehe das nicht. Was da passiert ist. Wir gehen jetzt hier ab, kommen jetzt hier mit dem verbeulten Fahrzeug rein. Wir sind ja wirklich von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts. Richtig haben wir so auf die Fresse gekriegt. Ich hoffe nur, dass die Ware nicht beschädigt ist. Es ist ein stabiler Container, meine Freunde, aber nichtsdestotrotz. Wir müssen jetzt direkt die Behörden anrufen. Dass wir nicht nur einen dran bekommen wegen Fahrerflucht. Habt ihr das Getriebe gehört? Der war drin. Das heißt also, das Getriebe hat auch einen mitbekommen. Aber das Fahrzeug wird richtig, richtig Schaden haben. Und wir werden richtig Verluste machen jetzt. Also die Firma wird uns mit Sicherheit negativ bewerten. Das ist sehr schlecht. Das ist auch schlecht, was ich hier mache. Ich komme einfach nicht gerade. Es läuft nicht rund wieder heute. Unser erster Unfall in ETS2. Ich bin geschockt. Ich stehe noch unter Schock. Erstmal einen Rettungswagen jetzt rufen. Und ihr hört es, wenn ich immer schalten will, wie das Getriebe sich verabschiedet. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, meine Freunde. Annehmbar, aber wir haben richtig Schaden gelassen. Schaut mal hier den Schaden. 2345, ja, wir haben richtig Schaden gehabt.
Aber hier die Dauer, meine Freunde, hier stimmt irgendwas nicht mit der Dauer. Seht ihr das? Wie lange wir angeblich gebraucht haben. Keine Ahnung, was das ist, ob das jetzt von einem Unfall gekommen ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hier unsere Bewertung, Leute, direkt auf 5.0 gestiegen, ne? Mein lieber Onkel Otto. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.